Ohne Arzt und ohne Ehemann bringt sie die Kinder alleine zu Hause zur Welt. Insgesamt 8-mal. Und keines der neugeborenen Kinder ist noch am Leben. Im vergangenen November findet die Polizei 8 Babyleichen in einem Wohnhaus im oberfränkischen Wallenfels. Der Fall, der sorgte bundesweit für viel Aufsehen. Heute hat nun das Landgericht Coburg in dem Fall ein Urteil gesprochen. Selbst uns fällt es schwer, in diesem Fall zu urteilen, sagte der Richter heute in Coburg, als er das Strafmaß verkündete. Andrea G. wurde zu 14 Jahren Freiheitsstrafe wegen Totschlags in 4 Fällen verurteilt. Die Urteilsbegründung war fair, mit sehr viel Mühe gemacht, mit sehr viel Verständnis für die Situation. Und das, was am meisten interessiert, wir werden keine Revision gegen das Urteil einlegen. Der wegen Beihilfe zum Mord mitangeklagte Ehemann wurde heute freigesprochen. Er hätte zwar von den Schwangerschaften wissen müssen, es seien aber keine Nachweise dafür gefunden worden, dass er von der Tötung der Babys ausging. Das Urteil ist natürlich für meinen Mandanten sehr erfreulich. Also wir haben uns sehr darüber gefreut, dass das Gericht sich der Meinung der Verteidigung angeschlossen hat und hier einen Freispruch ausgesprochen hat. Es ist eine der Töchter des freigesprochenen Ehemanns, die im November 2015 in einem Abstellraum des Elternhauses die sterblichen Überreste eines Babys findet. Die Polizei entdeckt darauf 7 weitere Leichen in Plastik verpackt und in Handtücher gewickelt. Zwischen 2003 und 2013 hatte Andrea G. allein und ohne ärztliche Hilfe 8 Babys zur Welt gebracht. Wallenfels heißt der Ort, in dem das geschah. Niemand hier habe etwas bemerkt, sagt der Bürgermeister, auch er selbst nicht. Zunächst stand natürlich Wallenfels unter Schock, weil wir uns alle nicht erklären konnten, dass sowas überhaupt passiert. Und dass sowas vor allem bei uns in unserem kleinen Ort, in unserer kleinen heilen Welt passiert. Im Prozess hatte die 45-Jährige eingeräumt, mehrere Babys getötet zu haben. Gutachter erklärten Andrea G. für voll schuldfähig. Sie sei weder psychisch krank noch alkoholabhängig. Laut Staatsanwaltschaft waren 4 Babys lebensfähig, eines eine Totgeburt. Bei 3 weiteren konnte dies nicht mehr festgestellt werden. Noch am Freitag hatte sie auf Mord plädiert. Die Staatsanwaltschaft Coburg wird das vorliegende Urteil sorgfältig prüfen. Dann wird die Staatsanwaltschaft Coburg innerhalb der Revisionsfrist von einer Woche eine Entscheidung treffen, ob sie eine Revision einlegt. Für den Fall, der bundesweit für Aufsehen gesorgt hatte, waren nur 5 Prozesstage angesetzt. Dies wurde von Beobachtern kritisch gesehen, ebenso wie das unterschiedliche Strafmaß.